ganz vielen Themen und wir wollen auch dieses Jahr wieder eine Konferenz durchführen. Da kann ich Sie schon recht herzlich dazu einladen und diese Vielfalt einfach mal selber zu erleben, was da alles ja, in Seminaren, in Workshops, in Vorträgen, in Diskussionen, was da alles diskutiert wird. Letztes Jahr war auch Nico Page dabei und das war, denke ich, eine sehr gelungene Veranstaltung. So, das geht jetzt ganz langsam. Ja, das erste Projekt hat Rob Hopkins in Kinsley in Irland probiert. Er hat einen Lehrstuhl für Permakultur dort. Nun müsste man erklären, was Permakultur ist. Permakultur ist eigentlich eine Methodik, das heißt, es kommt eigentlich aus, oder von der Begrifflichkeit kann man das übersetzen mit aussauernder Landwirtschaft. Da geht es eigentlich darum, dass es ganz andere Methoden auch im Pflanzenbau gibt und diese Methoden, die kann man in ganz viele Bereiche übertragen. Da gibt es halt Prinzipien, die dort wirken, zum Beispiel das Prinzip der Vielfalt. Stellen Sie sich mal vor, diese monotone Landwirtschaft, das hat mit Vielfalt gar nichts zu tun. Wenn Sie aber in verschiedenen Ebenen zum Beispiel anbauen, dort haben Sie schon ganz andere Möglichkeiten. Unter anderem beeinflusst sich das gegenseitig und wird wesentlich mehr Erträge in der Qualität und Quantität bringen. Dieses Prinzip können Sie natürlich auf andere Bereiche auch übertragen. Nehmen wir nur mal den Bereich der Ökonomie, wo Sie ganz verschiedene Währungen nebeneinander haben. Und das ist ja auch so eine Methode in Transition Town, dass man eben nicht nur über den Euro nachdenkt, sondern einfach auch Regionalwährungen installiert und eben auch Tauschringe und ganz andere Möglichkeiten dazu nimmt, um hier eine Art Ökologie des Austausches, sozusagen eine Vielfalt des Austausches zu entwickeln. Ja, in Kinsley in Irland ist er damit auf die Nase gefallen. Er hat es versucht zu installieren, hat es ja mit seinen Studenten entwickelt dort und wollte nun richtig rein in die Kommune und hat dann festgestellt, das geht einfach nicht so. Und der zweite Anlauf in Totnes, dort ist er diese ganze Sache ganz anders angegangen. Er hat praktisch mit Vorträgen, mit Impulsreferaten, mit Diskussionen diese Sache sozusagen eingeleitet. Das nennen wir dann Kopfebene. Da braucht es halt eine Zeit, dass man also mit den Menschen erstmal in Kontakt geht. Dann ist ganz viel untersucht worden. Man hat dann sich gefragt, warum nehmen manche Sachen die Menschen so wenig an? Und da ist man einfach, hat man einfach verschiedene Möglichkeiten mitgenutzt aus der Drogentherapie, aus anderen Verhaltensforschungen, dass man mit den Menschen einfach in Aktion gegangen ist, in ganz verschiedenen Methoden. Und sozusagen versucht hat, mit ihnen alte Muster aufzubrechen und ihnen die Menschen sozusagen für das Neue vorzubereiten. Das nennen wir dann die Herzebene. Und das Dritte, was Transition Town macht, ist natürlich das Gehen in die Handlung. Transition Town ist ja sozusagen ja, die Möglichkeit, 1000 kleine Projekte zu machen. So versteht sich Transition Town. Man kann also, das Gute ist, man kann sofort anfangen. Sie können heute anfangen, ein ganz kleines Projekt zu machen, sagen wir mal, alte Kleider wieder neu aufzubereiten mit einer Gruppe von anderen Menschen und dann sind Sie schon Teil dieser Bewegung. Also Sie können jetzt anfangen. Sie haben ja gestern gehört, dieses Szenario, was 2050 alles passieren kann, das kann man registrieren. Das Beste ist einfach anzufangen und das macht eigentlich Transition Town aus. Es gibt heute inzwischen über 350 Initiativen weltweit. In Deutschland sind es mittlerweile 40 Städte und Regionen, die sich diesem Thema zugewandt haben. Und ja, was gehört noch dazu? Vielleicht wichtig ist, dass in Bielefeld seit 2009 es ein Training für Transition gibt. Also Menschen, die in ihren Städten, Regionen dieses Training machen wollen, die können sich in Bielefeld sozusagen mit diesen ganzen Möglichkeiten, Methoden weiterbilden und das dann in ihre Stadt tragen und dann einfach beginnen. Ja, und hier haben wir auch wieder den Begriff der Resilienz. Was heißt Resilienz? Resilienz heißt also Widerstandsfähigkeit, Krisenfestigkeit, Systemstabilität.
Das ist eigentlich was, was die Menschen sofort verstehen. Wie kann man eine Stadt resilienter machen? Und da geht es eben bei den Versorgungsströmen los. Das sind alles wunderbare Themen, die man sofort diskutieren kann, wo sich ganz viel finden, die einfach hier mitdenken wollen. Ein gutes Thema ist natürlich immer die Nahrungsmittelversorgung. Wir haben in Göttingen eine Initiative vor einer Woche in Open Space gehabt, also eine Veranstaltung über dieses Thema. Und da ist ganz viel entstanden. Es gibt ja in Göttingen auch die internationalen Gärten. Es gibt eine Studentengruppe, die sich um Saatgutvermehrung bemüht. Und ich bin immer erstaunt oder auch begeistert, dass es ein Bedürfnis dieser Gruppen, die ja schon lange existieren, dass es ein Bedürfnis gibt, hier in diese Transition-Town-Bewegung sofort reinzugehen und diese Verbindung zu suchen, auch zu anderen Themen. Denn es kann natürlich was anderes entstehen, wenn ich Saatgutvermehrung oder urbane Gärten mit einer anderen Ökonomie denke, zum Beispiel, dann haben Sie wieder ein ganz anderes Gebilde. So, nun denken Sie mal diese vielen Sachen, die es schon gibt, mal zusammen, was da für ein Organismus wachsen kann. Das Gute ist, Sie können jetzt anfangen und Sie haben eine Zielvorstellung, die Sie mit diesen vielen einzelnen Komponenten immer weiterentwickeln können. Und das, denke ich, bringt eine gewisse Dynamik in dieser Bewegung. Ja, von der Ölabhängigkeit zur lokalen Resilienz oder könnte auch sagen von Abhängigkeiten zur Resilienz. Natürlich ist die Ölabhängigkeit ein Zugpferd in der Argumentation, aber ich muss an der Stelle natürlich auch sagen, es geht nicht nur um Ölabhängigkeit, sondern es geht um ganz viel, es geht um lokale Demokratie, es geht natürlich um die lokale Versorgung von Nahrungsmitteln, es geht um das eigene Wasser, es geht um die eigene Energie überhaupt. Und als drittes hier auch Fair Share nochmal genannt, es geht natürlich um völlig andere Methoden. Ja, hier nochmal der Kopfbereich dargestellt. Natürlich kommen auch die Probleme in dem alten Wirtschaftssystem, in dem alten Finanzmarkt hier zum Tragen. Und da ist es eigentlich ja, unter diesem Klima natürlich etwas leichter, auch hier ganz neue Modelle zu diskutieren. Ich würde eine Empfehlung geben, sich mal mit der Gemeinwohlökonomie auseinanderzusetzen von Christian Felber. Da sind ganz viele Anhaltspunkte drin, wie man Ökonomie auch ganz anders machen kann. Das ist ja das, was gestern auch kam. Ich weiß gar nicht, ob du das in deinem Vortrag heute auch hattest. Es kann nicht nur um dieses Bruttoinlandsprodukt gehen, alles, wenn man das nur an dieses Bruttoinlandsprodukt koppelt, dann entsteht das, was wir heute haben, sondern man muss die Frage stellen, kann man das auch an eine Gemeinwohlorientierung koppeln? Und das hat der Christian Felber, finde ich, ganz gut hingekriegt. Die haben ein System entwickelt, wo es ganz viele Kriterien gibt, was sich auch einzelne Unternehmen heute als Konzept sozusagen schon angenommen haben und wo schon die ersten neuen Unternehmensstrukturen entstehen. Es ist also wirklich schon was im Gang und das muss einfach registriert werden. Und ich denke, das kann auch auf unseren Konferenzen dann immer wieder präsentiert werden. Ja, hier nochmal die Bewusstmachung, dass es nicht ausreicht, einzelne Themen, meinetwegen nur Peak Oil zu diskutieren, sondern dass man immer die verschiedenen Problematiken, hier sind mal nur Peak Oil und Klimaveränderung zusammen dargestellt, dass man diese verschiedenen Problematiken im Gesamten diskutieren muss. Wenn Sie nur über Klimaveränderung reden, über CO2, dann kann man ganz schnell bei Atomkraftwerken landen, als Lösung, gut, das wird heute nicht mehr so, vielleicht nicht mehr so möglich sein aufgrund der Ereignisse, aber es ist wirklich wichtig, dass man immer die verschiedenen Einflussfaktoren im Komplexen versucht zu betrachten. Ja, über Resilienz habe ich gesprochen. Dezentralisierung vielleicht nochmal als Stichwort. Also wirklich eigene Systeme schaffen, lokale Systeme schaffen, die in sich funktionieren können. Das kann man im Unternehmertum machen und das kann man auch für Stoffkreisläufe organisieren, das kann man für Geldsysteme machen. Diese Dezentralisierung als eine Möglichkeit.
der jetzigen Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Sowas, was Sie jetzt da aufgeschrieben haben, gibt es denn jetzt irgendwo eine Stadt, wo sowas umgesetzt ist schon? Oder gibt es da so ein Beispiel? Oder sind das jetzt erstmal alles so To-Dos, wie Sie da auf die Ja, das sind To-Dos und das wird im Einzelnen natürlich praktiziert. Ja. Also jetzt, wie jetzt? Also zum Beispiel ein Ergebnis des, ja, lass mal liegen, ein Ergebnis des Open Source war, dass in Göttingen ein CSA entsteht. CSA ist ja zur herkömmlichen Landwirtschaft was ganz Dezentrales. Also CSA heißt ja Community Supported Agriculture, also dort gibt es Freihöfe, kann man auch vielleicht als deutsche Bezeichnung nehmen, oder Solidarlandwirtschaft ist so ein Begriff, der jetzt kursiert. Das sind Höfe, wo sich Kunden und Landwirtschaftsbetreiber zusammentun. Die Kunden geben praktisch das Geld, schießen das Geld vor und geben vor, was dort angebaut wird. Und der Landwirt baut das an. So, das ist was ganz typisch Dezentrales. Ja, dezentral kann man natürlich auch auf dem Energiesektor zig Beispiele nennen. Da gibt es ja schon viel. Ja, das ist genau meine Frage. Also es gibt ja schon das alles, was Sie jetzt beschreiben oder auflisten. Das gibt es alles schon. Und die, meine Frage ist jetzt einfach, was ist eigentlich das Neue an der Transition Town? Also das wird ja auch proklamiert in gewissem Sinne. Es ja. gibt jetzt eine Transition Town Bewegung. Soviel ich weiß, gibt es Bielefeld, Friedrichshain in Berlin, die sich so auch irgendwie so genannt haben, wer auch immer das war. Ja, ganz also genau. Was mich jetzt einfach interessiert ist, was ist jetzt sozusagen das Neue an Transition Town im Vergleich zu dem, was es vorher gab? Ist es eigentlich eine Initiative, die möchte verschiedene Best-Practice-Projekte bündeln und unter ein diskursives Dach stellen? Ja. Das ist meine Frage. Und, es geht um und dann ist natürlich nochmal die Frage, wie ist diese Bewegung eigentlich mit der sozialen Praxis, die ja überall da ist, verzahnt? Und was ich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen Unbehagen habe, ist, dass da, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass es da irgendwie in England Leute gibt, die zertifizieren. Und die und bestimmte andere Leute dürfen gar nicht darüber sprechen. Ja, nee, was so ist das so genau? So ist das nicht. Also okay, ansonsten, wenn man für einen Workshop, dass wir weitere Fragen im Anschluss an den Vortrag dann nochmal zulassen. Mhm. Also erstmal den Klaus Feld zu Ende recherchieren lassen. Aber trotzdem kann ja die Frage von Christian Müller schon mal eingebaut werden, ne? Damit wir die nicht unter den Tisch fallen. Genau, im Workshop, naja. Ja? Ist das okay, Christa? Das ja, das? Klar. Gut. Das war vielleicht ein bisschen früh, sorry. Ja, hier nochmal die Herzebene nochmal kurz dargestellt. Also welche psychologischen Methoden gibt es, dass man sagen wir mal, die Menschen darauf vorbereitet, dass so eine Veränderung eine positive Wirkung haben kann? Es gibt ja auch diese Erkenntnisse aus der Drogenwissenschaft. Warum ist es so, dass wir so abhängig sind von diesen alten Mustern? Warum können wir uns kaum vorstellen, dass wir ohne Öl auskommen können? Was sind da auch psychologische Zusammenhänge? Und das wird im Transition Town eben aufbereitet. Und in Workshops und in Veranstaltungen wird man einfach mit diesen Methoden versuchen, mit den Menschen zusammen zu agieren. Und natürlich eine wesentliche Möglichkeit ist es auch, positive Visionen zu entwickeln. Es gibt ja diese Vierer-Schritt-Methode, sage ich mal, Visionen entwickeln, planen, durchführen und feiern. Das Letzte darf natürlich nicht vergessen werden. Also diese vier Schritte, wenn man diese Träumen, ja, das ist ja das Visionieren, auch davor im Visionieren träumen, oder? Okay. Dragon Dreaming. Ja, Dragon Dreaming. Dragon Dreaming, eine Methode. Gibt es übrigens in Kassel einen Spezialist für dieses Thema, der auch in Göttingen demnächst einen Workshop machen wird. Ja, Prinzipien der Permakultur. Also das ist jetzt das unmittelbare Umsetzen mit verschiedenen Werkzeugen. Kann ich jetzt aufgrund der Kürze der Zeit nicht weiter eingehen. Ja, ich muss